Hallo und herzlich willkommen zu der Special Episode 25 von Play at Home. Wieder mal. Und den Let's Reads. Genau. Das ist Markus, ich bin Olli. Und heute stellen wir ein Buch von einem Autor vor, den wir schon einmal hatten. Und den ihr auch kennt. Aber der ein bisschen besonders ist, so dass wir uns gedacht haben, okay, da könnten wir ruhig nochmal eine kleine Special Episode mit ihm rausbringen. Richtig. Und das Buch, um was es sich dreht, heißt Achterbahn, auf Englisch Riding the Bullet, von Stephen King. King. Hatten wir schon. Ein anderes Buch von ihm, Der dunkle Turm. Heute dieses Buch. Und ihr seht schon, das ist nicht so dolle. Ja. Ne? Und da, wir nennen es einfach mal wieder Special Episode. Heute dran ist, lesen wir es durch. Richtig, nur deswegen lesen wir es durch. Und es hat auch tatsächlich nur 95 Seiten und jede dieser Seiten hat auch eine sehr, nein, nicht sehr große Schrift, aber hat schon eine große Schrift. Also schauen wir mal, wie lange wir das gebrauchen. Dauert. Und eigentlich nicht mal, weil wenn ich mir sowas hier angucke, ja, dann hat es weniger als 95 Seiten. Ja, also gucken wir einfach mal und wir sind gespannt. Möchtest du anfangen lesen oder soll ich? Ich muss jetzt mal was zum Autor kurz noch für alle, die, ne? Gab's auch noch. Für alle, wir hatten Stephen King zwar schon mal, aber nochmal, um euch das in Gedächtnis zu rufen. In Folge 14. Der gute Mann, 1947, in Portland in Maine geboren und hat dann seinen großen Durchbruch, glaube ich, 1974 gehabt mit dem Roman Carrie. Hat dann seitdem 30 Romane geschrieben und über 100 Kurzgeschichten, wenigstens in etwa. Heutzutage lebt er auch in Maine, der gute Mann, und schreibt noch fleißig vor sich hin, aber ich habe keine Ahnung. Rechnerei ist nicht so meine Stärke. Der ist etwas älter jetzt schon, doch etwas älter. Jo. Kopfrechnen. No. Super. Gut, und von daher, ist echt kleines Buch, ne? Doch, egal. Ja, Olli darf, möchte. Oh, anfangen, ja, wie auch immer. Also ich. Ach, dabei! Übrigens, das erste Let's Read mit neuer Kamera und jetzt HD. Wow. Was ihr bestimmt vielleicht seht. Ja, also ihr könnt da unten auf diesem Regler. Eine Einstellung, genau. 1080p könnt ihr einstellen. Ist noch keine 4K-Kamera, das dauert dann wieder jetzt 10 Jahre, bis wir dahin sind und da gab es dann schon wieder 8K. Also, wir hängen halt ein bisschen hinterher. Genau. Könnt jetzt auch natürlich so eine Kamera schicken. Ja. Schenkt sie uns. Und außerdem, müsst ihr auch nicht auf HD gucken, wenn ihr das nicht wollt. Richtig, ihr könnt auch grisselig gucken. Sind die Laden, ja, nein, nicht grisselig, aber dann sind die Ladezeiten, glaube ich, auch ein bisschen fixer, ne? Möglich, je nachdem, wie eure Internetverbindung in dem Moment gerade ist. Gut, viel Spaß. Ja, und es geht los mit Stephen Kings Achterbahn. Diese Geschichte habe ich noch nie erzählt und auch nicht gedacht, dass ich es je tun würde. Weniger aus Angst, dass niemand sie mir glaubt, sondern weil ich mich schämte. Und weil sie meine Geschichte ist. Ich war immer der Meinung, dass erzählen würde sowohl mich als auch die Geschichte herabsetzen, sie schäbiger und mieser machen. So einer Gruselgeschichte, die im Feriencamp erzählt wird, bevor man das Licht ausknipst. Vermutlich hatte ich auch Angst, dass ich sie, wenn ich sie erzählte, sie mit eigenen Ohren hörte, vielleicht selbst nicht mehr glaubte. Aber seit meine Mutter gestorben ist, schlafe ich nicht besonders gut. Ich döse ein und schrecke hellwach und fröstelnd wieder hoch. Es hilft, die Nachttischlampe anzulassen, aber nicht in dem Maß, wie Sie vielleicht glauben. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass es nachts sehr viel mehr Schatten gibt? Selbst wenn das Licht brennt, ist einfach alles voller Schatten. Die langen könnten alles Mögliche sein, denkt man. Wirklich alles Mögliche. Ich war in meinem ersten Jahr an der University of Maine, als Mrs. Curdy wegen Ma anrief. Mein Vater starb so früh, dass ich mich nicht an ihn erinnere und ich bin ein Einzelkind. Also gab es nur Ellen und John Parker gegen den Rest der Welt. Mrs. McCurdy, eine Nachbarin, rief in dem Apartment an, das ich mit zwei anderen Jungs teilte. Die Nummer hatte sie von der magnetischen Pinnwand an Mass Kühlschrank. Es war ein Schlaganfall, sagte sie in ihrem schleppenden Yankee-Akzent. Ist im Restaurant passiert. Aber reg dich jetzt bloß nicht auf. So schlimm war es nicht, sagt der Arzt. Sie ist bei Bewusstsein und kann sprechen. Und kommt auch was Vernünftiges dabei raus?
Ich versuchte ruhig zu klingen, sogar ein bisschen belustigt, aber mein Herz klopfte so wild und im Wohnzimmer war es plötzlich so zu heiß. Ich hatte die Bude für mich. Es war Mittwoch und meine beiden Mitbewohner hatten den ganzen Tag Vorlesungen und Kurse. Aber sicher. Als erstes sagte sie zu mir, ich soll dich anrufen, aber nicht beunruhigen. Das klingt doch sehr vernünftig, findest du nicht auch? Klar. Aber natürlich war ich beunruhigt. Was denn sonst, wenn man angerufen wird und erfährt, dass die eigene Mutter mit dem Rettungswagen von der Arbeit ins Krankenhaus gebracht wurde? Du sollst bis zum Wochenende bleiben, wo du bist und fleißig studieren, hat sie gesagt. Dann könntest du sie besuchen kommen, aber nur, wenn du nicht so viel zu tun hast. Aber klar, dachte ich, sicher, ich würde einfach hier in dieser versifften, nach Bier stinkenden Bude hocken bleiben, während meine Mutter 100 Meilen weiter südlich in einem Krankenhausbett lag und vielleicht starb. Deine Ma ist ja noch jung, sagte Mrs. McCurdy. Allerdings hat sie in den letzten Jahren beträchtlich zugelegt, und das bei ihrem hohen Blutdruck. Und dann die Zigaretten. Sie wird das Rauchen wohl aufgeben müssen. Ich hatte meine Zweifel, ob sie das tun würde. Schlaganfall hin oder her, ich wusste genau, wie sehr Ma ihre Zigaretten liebte. Ich dankte Mrs. McCurdy für ihren Anruf. So wie ich zu Hause war, habe ich angerufen. Und wann kommst du, Alan? Am Sonnabend? Aber ihre Stimme hatte so einen Unterton, dass ich es besser wusste. Ich sah durchs Fenster in einem makellosen Oktobernachmittag hinaus, strahlenblauer New England Himmel, über Bäumen, die ihren gelben Blättern auf der Mill Street fallen ließen. Dann schaute ich auf meine Uhr. 3:20. Als das Telefon klingelte, war ich gerade auf dem Weg zu einem Philosophieseminar gewesen, das 4:00 begann. Soll das ein Witz sein? Fragte ich. Heute Abend bin ich da. Ihr Lachen klang trocken wie ein Husten. Ausgerechnet Mrs. McCurdy wollte meiner Mutter das Rauchen verbieten. Mrs. McCurdy und ihre Winsons. Guter Junge, du fährst erst zu deiner Mutter und dann zu euch nach Hause? Vermutlich ja. Ich verzichte darauf, ihr zu erzählen, dass mit dem Getriebe meines alten Wagens etwas nicht stimmte und er für die absehbare Zukunft nicht einsatzfähig war. Ich würde per Anhalter nach Lewiston fahren und danach zu unserem kleinen Haus in Harlow, wenn es denn nicht schon zu spät dazu war. Wenn doch, könnte ich in einem der Warteräume im Krankenhaus schlafen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich von der Uni nach Hause trampte oder im Sitzen schlief, den Kopf an einem Coke-Automaten gelehnt. Ich legte den Schlüssel unter die Schubkarre, sagte sie. Du weißt doch, wo, oder? Klar. Meine Mutter hatte eine alte rote Schubkarre neben die Tür zum Schuppen gestellt. Im Sommer schäumte sie vor Blumen förmlich über. Als mir das einfiel, wurde mir plötzlich das ganze Ausmaß von Mrs. McCurdys Informationen klar. Meine Mutter lag im Krankenhaus. Das kleine Haus in Harlow, in dem ich aufgewachsen war, würde heute Abend dunkel sein. Es war niemand da, der nach Sonnenuntergang das Licht anschalten konnte. Auch wenn Mrs. McCurdy betont hatte, sie wäre noch jung, wenn man selbst 21 ist, kommt einem 48 Uhr alt vor. Sei vorsichtig, Alan, und rase nicht. Nun hing meine Geschwindigkeit von denjenigen hinter dem Steuer ab und ich persönlich hoffte, dass sie fuhren wie der Teufel. Ich konnte gar nicht schnell genug ins Central Maine Medical Center kommen, aber es brachte nichts, Mrs. McCurdy nervös zu machen. Okay, nochmals danke. Keine Ursache, sagte sie. Deiner Ma geht es bestimmt bald wieder besser und sie wird sich freuen, dich zu sehen. Ich legte auf und kritzelte schnell einen Zettel, warum ich wohin fuhr. Ich bat Hector Passmore, den zuverlässigeren meiner Mitbewohner, meinen Dozenten zu sagen, was los war, damit sie mir keine Strafen wegen Schwätzens aufbrummten. Der eine oder andere war da ziemlich pingelig. Dann stopfte ich ein paar saubere Sachen in meinen Rucksack, legte meine zerfledderte Introduction to Philosophy oben auf und machte mich auf den Weg. Kommt mir bekannt vor. In der folgenden Woche meldete ich mich aus dem Seminar ab, obwohl ich ganz gut darin gewesen war. Aber an diesem Abend veränderte sich meine Weltsicht, veränderte sich beträchtlich und nichts in meinem Philosophiebuch schien diesen Veränderungen gerecht werden zu können. Mir wurde klar, dass es Dinge unter, ich meine wirklich unter den Dingen gibt und kein Buch der Welt erklären kann, was das für Dinge sind. Ich glaube, dass es manchmal schlicht besser ist, sie einfach zu vergessen. Das heißt, wenn man das kann. Zwischen der University of Maine in Orono und Lewiston, das ist blöd, ist nicht mit Kapiteln überschrieben, also das ist jetzt halt schon wieder ein neues. Ist doch nicht so schlimm. Kunstpausen einlegen.
Zwischen der University of Maine in Orono und Lewiston liegen rund 120 Meilen und die überwindet man am schnellsten auf der Interstate 95. Aber für Tremper ist diese Autobahn keine so gute Wahl. Die Staatspolizisten verscheuchen hemmungslos jeden, den sie entdeckten. Selbst wenn man nur an der Auffahrt steht, wird man verjagt. Und wenn derselbe Cop einen zweimal erwischt, verpasst er einem noch einen Strafzettel. Daher entschied ich mich für die Route 68. Die von Bangor aus südwestlich verläuft. Das ist eine vielbefahrene Straße und wenn man nicht aussieht wie der letzte Penner, kommt man im Prinzip gut weg. Und auch die Cops lassen einen meistens ungeschoren. Da steht nicht davonkommen. Als erster öffnete ein mürrischer Versicherungsvertreter seine Wagentür und nahm mich bis Newport mit. Ich stand rund 20 Minuten an der Kreuzung von Route 68 und Route 2 herum und kam dann bei einem älteren Gentleman unter, der auf dem Weg nach Bodenham war. Er griff sich beim Fahren ständig in den Schritt. Fast hätte es den Anschein, als wollte er etwas fangen, was in seiner Hose herumkroch. Meine Frau hat immer gesagt, ich würde noch mit einem Messer am Rücken im Straßengraben landen, wenn ich immer Anhalter mitnehme, vertraute er mir an. Aber wenn ich einen jungen Burschen am Straßenrand stehen sehe, muss ich an meine Jugend denken. Bin selbst oft genug getrampt, auch schwarz gefahren. Und jetzt ist sie seit 4 Jahren tot. Aber ich bin noch immer am Leben und fahre noch immer denselben alten Dodge. Manchmal vermisse ich sie schrecklich. Er zerrte an seinem Schritt. Wohin soll's gehen, Junge? Nach Lewiston, erzählte ich ihm, weil meine Mutter nach einem Schlaganfall im Krankenhaus lag. Das ist ja schrecklich. Deine Ma? Oh, wie leid mir das tut. Sein Mitgefühl war so intensiv und spontan, dass mir die Augen zu brennen begannen. Aber ich verbiss mir die Tränen. Das hätte noch gefehlt, dass ich in der knatternden, schlingernden und übrigens ziemlich nach Pisse stinkenden Karre dieses alten Mannes anfing zu heulen. Mistress McCurdy, das ist die Lady, die mich anrief, meinte, so schlimm wäre es nicht. Meine Mutter ist noch jung, erst 48. Trotzdem ein Schlaganfall? Er war aufrichtig bestürzt. Er griff sich schon wieder mit seiner Altmännerklaue an die Hose und zerrte an ihr herum. Ein Schlaganfall ist immer ernst. Ich würde dich bis zum CMMC bringen und direkt vor dem Eingang absetzen. Hätte ich meinen Bruder Ralph nicht versprochen, ihn zum Pflegeheim in Gates zu fahren. Da ist seine Frau. Sie hat diese Vergesslichkeitskrankheit, deren Namen ich mir einfach nicht merken kann. Andersons, Alvarez oder so ähnlich. Alzheimer, sagte ich. Ja, wahrscheinlich habe ich sie selbst schon. Am liebsten würde ich dich trotzdem hinfahren. Das ist nicht nötig, sagte ich. Von Gates aus komme ich bestimmt problemlos weiter. Trotzdem, deine Mutter, ein Schlaganfall. Mit 48! Wieder griff er sich in den Schritt. Oh, verfluchte Hosen, raunzte er. Ich glaube, ich muss die gleich mal aufmachen. Dann lachte er, es hörte sich irgendwie kläglich an. Ist wieder so eine Stelle. Verdammter Leistenbruch! Wenn du alt wirst, zerfällst du langsam in deine Einzelteile. Auch in diese Einzelteile. Das ist kein schönes Gefühl. Lass dir das gesagt sein. Zu guter Letzt gibt dir Gott einen Dritten, den Allerwertesten. Oder auf die andere Seite. Aber du bist ein guter Junge. Alles stehen und liegen zu lassen, um zu ihr zu fahren. Sie ist eine gute Mom. Ich kam mir irgendwie komisch vor in der ganzen Situation mit ihm. Wieder kamen mir die Tränen. Ich hatte nie Heimweh gehabt. Auch nicht, als ich Harlow verließ, um aufs College zu gehen. Höchstens in der allerersten Woche. Doch das war es dann schon. Aber jetzt hatte ich Heimweh. Es gab nur sie und mich, keine anderen Verwandten. Ein Leben ohne sie konnte ich mir nicht vorstellen. Es wäre nicht allzu schlimm, hatte Mrs. McCurdy gesagt. Zwar ein Schlaganfall, aber nicht allzu schlimm. Sie ist ja erst 48. Hoffentlich hatte die alte Lady die Wahrheit gesagt. Das wollte ich ihr geraten haben. Wir schwiegen eine Weile. Es war nicht die rasante Fahrt, die ich mir gewünscht hätte. Der alte Mann fuhr gleichmäßig 45 Meilen die Stunde und überquerte manchmal die weiße Linie, um die Gegenfahrbahn zu testen. Aber es war eine lange Fahrt
und das war genauso viel wert. Zudem fasste er sich immer wieder in den Schritt, wobei die Geschwindigkeit jedes Mal ein wenig hinunterging. Die Route 68 wählte sich vor uns aus, schlängelte sich durch dichte Wälder und durch kleine Orte, die auftauchten und gleich wieder verschwanden. Jeder mit einer Kneipe und einer Selbstbedienungstankstelle. New Sharon, Ophelia, West Ophelia, Entschuldigung. Geniston, das früher einmal Afghanistan hieß, ob sie es nun glauben oder nicht, Mechanic Falls, Castle View, Castle Rock. Das klare Blau des Himmels, verblich, als der Tag zu Ende ging. Und der alte Mann schaltete zunächst das Standlicht ein und dann die richtigen Scheinwerfer. Dabei erwischte er das Fernlicht, doch das schien er nicht zu merken. Auch dann nicht, als entgegenkommende Autos ihn mit ihrem Fernlicht anblinkten. Meine Schwägerin kann sich nicht einmal mehr an ihren eigenen Namen erinnern, sagte er. Kann nicht mehr zwischen Ja, Nein und Vielleicht unterscheiden. So weit kommt es mit einem, wenn man Andersons hat, mein Junge. Und da ist so ein Ausdruck in ihren Augen, als wollte sie sagen, holt mich hier raus. Oder es sagen würde, wenn ihr nur die Worte einfallen würden. Du weißt, was ich meine. Das bringt dieses Andersons so mit sich. Ja. Ich holte tief Luft und fragte mich, ob der Pissegeruch von dem alten Mann stammte oder ob er einen Hund hatte, den er manchmal mitnahm. Oder ob er sich vielleicht sogar in die Hose gemacht hatte, weswegen es ihm juckte und er sich immer in den Schritt fasste. Ich fragte mich, ob ich das Fenster ein wenig herunterkurbeln konnte, ohne ihn zu beleidigen. Schließlich tat ich es. Auch das schien er nicht zu bemerken, ebenso wenig wie die Wagen auf der anderen Fahrbahn, die ihn mit ihrem Fernlicht anblinkten. Und mir schien es auch nicht zu helfen. Gegen 7 Uhr schnauften wir in West Gates eine Steigung hinauf. Sieh doch nur, Junge, schrie mein Chauffeur. Der Mond, ist der nicht toll? Er war in der Tat toll, schob sich wie ein riesiger orangefarbener Ball über den Horizont. Aber ich fand, dass er auch etwas Furchterregendes an sich hatte. Er sah gleichzeitig schwanger und fiebrig aus. Ich starrte den aufgehenden Mond an und plötzlich kam mir ein grauenhafter Gedanke. Was wäre, wenn ich ins Krankenhaus kam und meine Mama mich nicht erkannte? Was wäre, wenn ihr Gedächtnis total im Eimer war und sie zwischen Ja, Nein und Vielleicht nicht mehr unterscheiden konnte? Was wäre, wenn der Arzt mir erklärte, dass jemand sie für den Rest ihres Lebens pflegen müsste? Dieser jemand müsste natürlich ich sein, denn sonst gab es niemanden. Leb wohl, du College. Gute Nacht, Freunde. Gute Nacht, Partys und all die hübschen Mädchen. Wünsch dir was, Junge, rief der alte Mann. Vor Aufregung wurde seine Stimme scharf und unangenehm. Es war, als würden einem Glasscherben in die Ohren gestopft. Er zerrte heftig an seinem Schritt. Es klang, als ob irgendetwas da drin zerriss. Kein Wunder, wenn man sich derart heftig am Schritt zerrte, musste man sich ja die Eier abreißen. Was man sich beim Herbstvollmond wünscht, geht in Erfüllung, hat mein Vater immer gesagt. Ich mochte mir gar nicht so recht vorstellen, was der alte Mann sich gerade gewünscht hatte. Also wünschte ich mir, dass meine Mutter mich erkannte, wenn ich ihr Zimmer betrat, dass ihre Augen aufleuchteten und sie meinen Namen rief. Gleich darauf hätte ich den Wunsch am liebsten wieder rückgängig gemacht. Wünsche bei diesem fiebrig orangefarbenen Licht konnten einfach nichts Gutes bedeuten. Ach, mein Junge, ich wünschte, meine Frau würde noch leben, sagte der alte Mann. Ich würde sie für jedes scharfe und unfreundliche Wort um Verzeihung bitten, das ich je zu ihr gesagt habe. Das letzte Licht des Tages war noch nicht ganz geschwunden, und der Mond hing tief und aufgedunsen am Himmel, als wir 20 Minuten später Gates Falls erreichten. An der Kreuzung der Route 68 und der Pleasant Street gibt es eine Warnblinkanlage. Kurz davor scherte der alte Mann an den Straßenrand aus und rammte das rechte Vorderrad des Dodge über den Bordstein und platschte wieder herunter. Meine Zähne knallten aufeinander. Der alte Mann sah mich wild entschlossen an. Alles an ihm war wild, obwohl ich das zunächst gar nicht bemerkt hatte. Alles an ihm vermittelte einen dieser scharfkantigen Scherbengefühle. Und alles, was ihm über die Lippen kam, schien er mit Ausrufungszeichen zu versehen. Ich bringe dich hin. Jawohl, genau das werde ich tun. Ralph kann mir gestohlen bleiben. Zur Hölle mit ihm. Du brauchst nur was zu sagen. Ich wollte zu meiner Mutter, aber der Gedanke an weitere 20 Meilen mit Pissegeruch in der Nase, während alle entgegenkommenden Autos uns anblinkten, war nicht unbedingt angenehm. Ebenso wenig wie die Vorstellung, dass der alte Knabe bestimmt auf allen 4 Fahrbahnen der Lisbon Street Slalom fahren würde.
Aber vor allem ist er es, dachte ich. Weitere 20 Meilen dieses Gezerre am Schritt und seine Glasscherbensprüche mit Ausrufungszeichen, das kann ich einfach nicht ertragen. Aber nein, sagte ich, kein Problem, fahren Sie ruhig zu Ihrem Bruder. Ich stieß die Tür auf und es geschah genau das, was ich befürchtet hatte. Er streckte den Arm aus und umklammerte meinen Oberarm mit seiner knochigen Altmännerklaue, mit der Hand, mit der er sich pausenlos in den Schritt gegriffen hatte. Du brauchst nur etwas zu sagen. Seine Stimme klang heiser, vertraulich. Seine Finger bohrten sich knapp unter der Achselhöhle in meine Haut. Ich setze dich direkt vor dem Krankenhausportal ab. Da kenne ich nichts. Auch wenn wir uns zuvor noch niemals begegnet sind. Ist mir völlig egal. Ich bringe dich dahin. Ich spüre etwas. Das ist nicht wahr, würde ich gerade sagen. Es ist wirklich nicht nötig, versicherte ich noch einmal und musste plötzlich gegen das überwältigende Bedürfnis ankämpfen, aus dem Wagen zu springen und notfalls sogar mein Hemd in seinem Griff zurückzulassen. Wenn das der Preis für meine Freiheit war. Er wirkte wie ein Ertrinkender. Ich hatte Angst, dass er noch fester zupacken könnte. Sobald mich bewegte, dass er mich möglicherweise sogar an die Kehle ging, aber nichts dergleichen passierte. Der Druck seiner Finger ließ nach, dann glitt seine Hand von meinem Arm, als ich ein Bein aus dem Wagen schob. Und ich fragte mich, wie wohl jeder, wenn ein Moment irrationaler Panik vorüber ist, wofür ich mich eigentlich so gefürchtet hatte. Er war nur ein Fossil in seinem nach Pisse riechenden Ökosystem, das enttäuscht aussah, weil sein Angebot abgelehnt worden war. Nur ein alter Mann in einer unbequemen Hose. Wovor in Gottes Namen hatte ich mich denn gefürchtet, dass er mich anpinkeln könnte? Lächerlich! Ich danke Ihnen, dass Sie mich mitgenommen haben. Und noch mehr für Ihr Angebot, sagte ich. Aber wenn ich da hinüberlaufe, finde ich bestimmt bald eine Mitfahrgelegenheit. Ich deutete auf die Pleasant Street. Er schwieg einen Moment lang, dann nickte er seufzend. Ja, da hast du die größten Chancen. Aber bleib außerhalb der Stadt. In der Stadt nimmt niemand einen Tramper mit. Niemand will anhalten und angehubt werden. Damit hatte er recht. In Städten konnte man sich das Trampen sparen, selbst in so kleinen wie Gates Falls. Also hat er tatsächlich in seinen jüngeren Jahren selbst gehiked. Aber bist du denn auch ganz sicher, Junge? Du kennst doch das Sprichwort über den Spatz in der Hand. Ich zögerte. Auch damit hatte er recht. Ein, zwei Meilen westlich der Warnblinkanlage wird die Pleasant Street zur Ridge Road und die führt mehr als 15 Meilen durch Wald, bevor sie am Rand von Leveston auf die Route 196 trifft. Inzwischen war es fast dunkel und nachts ist es schwerer mitgenommen zu werden. So mitten auf der Landstraße sieht man im Scheinwerferlicht leicht aus wie ein Ausreißer aus der Jugendstrafanstalt in Windham, selbst wenn man sich das Haar aus der Stirn gekämmt und das Hemd in die Hose gesteckt hat. Aber ich wollte mit dem alten Mann nicht weiterfahren, selbst jetzt noch. Da ich seinem Deutsch entkommen war, fand ich, dass er etwas Unheimliches an sich hatte. Auch wenn es vielleicht nur daran lag, dass er ständig in Ausrufungszeichen zu reden schien. Abgesehen davon hatte ich als Anhalter bislang noch immer Glück gehabt. Ganz sicher, sagte ich. Und noch einmal, vielen Dank. Keine Ursache, mein Junge. War mir ein Vergnügen. Meine Frau. Er verstummte und ich sah Tränen in seinen Augenwinkeln. Ich bedankte mich noch einmal und schlug die Autotür zu, bevor er noch etwas sagen konnte. Ich eilte über die Straße, um dem Pissegeruch zu entkommen. Im Schein der Blinklichter tauchte mein Schatten auf und verschwand wieder. Auf der anderen Seite drehte ich mich um. Der Deutsch stand noch immer vor Frank's Fountain and Fruits. Im Licht der 3 Meter hinter dem Wagen stehenden Straßenlaterne konnte ich sehen, dass er über dem Steuerrad zusammengesackt war. Mich überlief es kalt. Vielleicht ist er tot, dachte ich. Vielleicht habe ich ihn durch die Ablehnung seines freundlichen Hilfeangebots umgebracht. Dann bog ein Auto um die Ecke und der Fahrer richtete sein Fernlicht auf den Dodge. Diesmal blendete der alte Mann ab und da wusste ich, dass er noch lebte. Einen Augenblick später fuhr er langsam an und lenkte den Dodge um die Ecke. Ich wartete, bis er verschwunden war und sah dann zum Mond auf. Das fiebrig orangene Leuchten war schwächer geworden, aber noch immer hatte er entschieden etwas Bedrohliches an sich. Mir fiel auf, dass ich noch nie gehört hatte, dass man sich bei Vollmond etwas wünschen darf.
Beim Abendstern ja, aber nicht beim Mond. Wieder hatte ich meinen Wunsch am liebsten rückgängig gemacht, als ich da in der Dunkelheit an der Kreuzung stand. War es schwer, nicht an die Geschichte von der Affenklaue zu denken.